Das Schiff der spanischen NGO Proactiva Open Arms wartet weiter im Mittelmeer darauf, einen europäischen Hafen anfahren zu können. An Bord sind 121 Migranten. Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, forderte die EU-Kommission auf, schnell zu handeln. Die Situation sei ernst, so Sassoli. Das Schiff befindet sich vor der italienischen Insel Lampedusa. Einsatzleiterin Annabel Montes forderte die Politik erneut auf, die Häfen zu öffnen. Angst und Nervosität steigen, je mehr Zeit verstreicht. Wir wollen nicht an den Punkt gelangen, an dem die Lage außer Kontrolle gerät. Politik darf nicht wichtiger sein als Menschen. Deshalb weisen wir noch einmal auf die Dringlichkeit hin, einen sicheren Hafen anfahren zu können, wie es internationalen Abkommen entspricht. Italiens Innenminister Salvini hatte damit gedroht, das Schiff zu beschlagnahmen, sollte es in italienische Gewässer fahren. Die evangelischen Kirchen in Italien erklärten sich derweil zur Aufnahme bereit. Unterdessen warten die Organisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen darauf, ihr Schiff, die Ocean Viking, betanken zu können. Das sollte eigentlich in Malta passieren. Die Behörden dort haben aber bisher keine Erlaubnis dazu erteilt. In Spanien sind derweil 15 Migranten an Bord eines kleinen Boots angelandet. Im Internet wurde dieses Video verbreitet, auf dem die Ankunft bei Cadiz zu sehen ist. Die Polizei nahm die Migranten fest. Den Berichten zufolge handelt es sich um Marokkaner.